Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frenbo. Und Fren steht immer noch bockig hier, weil wir zum Telefon latschen müssen. Das glaube ich in der Tür Nummer 105 war. Ich glaube ja. Hier. Tippt sie das alleine oder muss ich das schon wieder selbst machen? Ah, guck mal, das steht sogar hier. 1, 2, 1, 2, 1, 7, 2, 7, 6. Oh, hallo, ja. Sie sagten, ich solle anrufen, um einen Termin zu machen. Frenbo hier. Ich habe jetzt Zeit. Nein. Ja, ich habe Augen. Wirklich? Okay. Wir sehen uns in einer Minute. Gut. Gut, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Okay. Ihr könnt ja auch mal diese Nummer anrufen und mir sagen, ob jemand drangegangen ist. Und auch einen Termin. Ob ihr auch dann auch einen Termin machen konntet. Okay, welche Tür war das jetzt? 103. Könnte theoretisch umgedreht auch 301 sein. Theoretisch. Aber... es wird schon da richtig stehen. Mit der Tante reden wir jetzt mal. Hallo Patient Nummer 2. Haben Sie einen Termin? Ja, Frenbo ist mein Name und der Termin ist jetzt. Ich schaue mal ins Archiv. Ja, da sind Sie. Der Doktor wird in einer Minute da sein. Einfach durch die rechte Tür gehen. Okay, danke schön. Klasse, wie freundlich sie auf einmal sein kann. Ich liebe sie dafür. Hallo? Uah! Oh Gott. Tut mir leid, habe ich sie erschreckt? Sie sehen recht blass aus. Ja. Ein Albtraum. Du siehst aus wie ein gesunder Mensch. Oh, danke, glaube ich. Wenn ich bitten dürfte, ich habe einen Termin. Ist mir eigentlich egal, weil es mich nichts angeht. Schick. Ganz toll. Ah, klasse. Du hast noch nicht beschlossen, dein Leben zu beenden? Ist der Schmerz noch nicht genug? Du bist Remor, oder? Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich angemessen vorzustellen. Traurigerweise kann ich in der dritten Realität für eine lange Zeit nicht gesehen werden. Ich bin Remor, der schreckliche schwarze Prinz der Dunkelheit. Ich weiß, wer du bist. Tu nicht so, als wäre nichts passiert. Hast du meine Eltern getötet? Wo ist meine Katze? Was hast du Dr. Deren angetan? Ich genieße sehr, das Leid aus deinen Augen tropfen zu sehen. Davon ernähre ich mich. Du bist die Manifestation meiner Gelüste. Ich benutze dich für alles, was ich will. Du unterstehst meiner Macht. Das stimmt nicht. Nicht mehr. Du trickst mich nicht mehr aus. Sag mir, warum hast du meine Eltern getötet? Warum? Du unterstellst mir, dass ich so etwas Schreckliches getan habe? Ich habe dich in der Nacht vor meinem Fenster gesehen. Du musst es gewesen sein. Du vertraust deinen Augen zu sehr. Hast du nicht gelernt, dass die menschlichen Rezeptoren schwach sind? Dein Körper ist zerbrechlich, einfach zu verderben. Wow. Nein, das kann nicht sein. Hör auf. Ich habe es nicht getan. Ich war es nicht. Hör bitte auf. Wer war es, Liebling? Wer hat deine Eltern getötet? Das matte kleine Vieh muss leiden und sterben, bevor es ein Stern wird. Ich habe meine Eltern nicht umgebracht. Habe ich nicht. Das Monster will mich reinlegen, das weiß ich.
Jeder hier ist verrückt. Ich muss mein Kätzchen finden und abhauen. Puh, harter Tobak. 4 Gegenstände noch im Inventar. Ein Tank mit Wasser. Gut. Wenn ein Kammerler vorbeikommt, weiß ich, was ich tue. Oder wenn ich Durst habe. Warum hat das Gehirn 2 Seiten? Warum hat das Gehirn 2 Seiten? Das Gehirn hat viele verschiedene Teile. Wie eine komplizierte Maschine. Das Gehirn hat viele verschiedene Teile. Das Rückgrat, jeder Mensch hat so etwas. Ich kann immer ein Gespräch so anfangen. Hallo, wir haben beide ein Rückgrat. Ist das nicht super? Ohne Haut würden wir so lustig aussehen. Okay, Abmarsch. Oh. Kätzchen, mein Liebling, ich bin für dich da. Geht es dir gut? Kätzchen, antworte mir. Was ist los mit dir? Miau, miau. Warum redest du nicht mit mir, Mr. Midnight? Bitte tu mir das nicht an. Sprich mit mir, Mr. Midnight. Das ist nicht lustig. Es ist dieser Ort, oder? Du musst hier weg, damit du wieder mit mir sprechen kannst. Ich bringe dich nach East Terster, mein Liebling. Palundras kann uns helfen. Nichts wird uns je wieder entzweien, das verspreche ich. Ich bin gleich wieder da. Ich muss Dr. Deeron helfen. Er scheint in Schwierigkeiten zu stecken. Eine Spritze. Eine Spritze mit einer roten Flüssigkeit. Was ist das bloß? Der Inhalt hat die gleiche Farbe wie meine Tabletten. Kann das sein? Das brauche ich nicht. Niemand muss Gehirne und Köpfe sehr mögen. Röntgenbilder, das muss Dr. Deerons Kopf sein. Ihnen geht es gut, Dr. Deeron, keine Verrücktheit. Der alte Mann, schon wieder Dr. Oswald. Der alte Mann, okay, ich wiederhole mich selbst. Schon mehrmals, okay. Dr. Deeron, geht es Ihnen gut? Aufwachen, bitte, Dr. Deeron, wachen Sie auf, leben Sie? Wie kann ich ihn nur aufwecken? Na, scheiße. Entschuldigung, die Wortwahl, aber ich bin gerade... Oh Gott. Nicht Strom, oder? Was macht dieser Helm? Nichts Gutes. Oh, diese Knöpfe machen gar nichts. Okay, was ist das hier? Kann ich das nicht... Nein. Ich muss ihm aber nicht das Zeug spritzen oder so, ne? Warte mal, wir versuchen es mal wieder mit der alten Messermethode. Okay, ich wollte ihn jetzt nicht aufschlitzen oder so, ne? Aber... verdammt. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Vielleicht weckt ihn das auf. Oh. Ach, verdammt. Was war das? Keine Sorge, Dr. Deeron. Ich bin es, Fran. Was? Ich sehe nicht so gut. Fran Bow aus der Oswald-Anstalt. Wir waren auf dem Friedhof. Erinnern Sie sich? Fran, was ist geschehen? Warum bin ich an einen Stuhl gefesselt? Was hast du getan? Oh, ich versuche Ihnen zu helfen. Das große Monster brachte Sie her. Wir müssen los. Komm schon, Fran. Monster? Ich habe keine Lust, Spielchen zu spielen. Okay, es war überhaupt kein Monster. Ich möchte nur helfen. Aber was macht sie denn hier? Ich dachte, du hättest sie angekettet. Ah, das habe ich getan. Ich habe doch gesagt, sie ist schwer zu zähmen. Soll ich sie für sie loswerden? Mich loswerden? Tante Grace, warum sagst du so etwas? Wer ist dieser alte Mann? Wie niedlich. Du klingst genau wie deine Mutter, als sie jung war. Meine Mutter? Sie kennen sie? Wer sind sie? Ich bin Dr. Oswald Harrison. Ich weiß alles über dich, Fran. Oswald? Wie in Oswald-Anstalt? Ja, Fran, der gleiche alte Mann. Aber woher kennen Sie meine Mutter und meine Tante? Nun, vor vielen Jahren habe ich die großartige
Komplexität von Zwillingen untersucht. Lucia und Grace waren Teil meiner Studien. Sie halfen mir, den Schlüssel zum Erfolg zu finden. Der Schlüssel? Wussten Sie, dass meine Eltern ermordet wurden? Ja, natürlich. Remo hat ganze Arbeit geleistet. Seine Manipulationsfähigkeiten sind außerordentlich. Ich verstehe nur nicht, wie du dabei so ruhig bleiben kannst. Immerhin warst du es, die das Messer gehalten hat. Ich bin nicht ruhig. Wer ist Remo? Warum jagt er mich? Sagen Sie es mir. Remo ist die Manifestation deiner Schwäche. Eine geblendete und machtvolle Manifestation deiner Ängste. Aber warum würde das Monster meine Eltern töten? Weil deine Eltern sich in meine Arbeit eingemischt haben. Aber ich habe dir sogar einen Gefallen getan. Du leidest und Schmerzen steht in Verbindung zum Wachstum und Stärke, Fran. Oswald, bitte, tun wir einfach, was wir tun müssen. Tante Grace, sei nicht so böse zu mir. Wir sind eine Familie. Gehen wir, mein Kätzchen, und ich finde einen Ort, wo wir dich nicht stören. Bitte, lass uns einfach gehen. Ja, du hast recht, Fran. Tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Komm schon, gehen wir. Dr. Dieran, geht es Ihnen gut? Er sagt schon wieder nichts. Geh mit deiner Tante, Fran. Ist es nicht das, was du willst? Ich traue dem ganzen Braten hier nicht. Nein, 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 nein. Sie schmeißt ihn nicht runter, oder? Fran, mein Schatz, hör mir zu. Du musst wissen, dass Dr. Oswald nur das Beste für dich will. Als Lucia mit dir schwanger war, wusste er, dass du ein ganz besonderes Mädchen sein wirst. Er sagte, wir sollen gut auf dich aufpassen. Aber deine Mutter hat uns verraten. Sie wollte dich vor uns verstecken. Sie dachte, wir wollten dich töten. Aber das stimmt nicht. Oswald will wirklich nur dein Bestes. Damit das geschehen kann, musst du ihm erlauben, ein kleines Experiment mit dir zu machen. Und dann wird alles gut werden? Natürlich, aber es gibt noch eine Sache, um die wir uns kümmern müssen. Dieser kleine Verräter muss weg. Nein, nein, Kätzchen! Komm schon, Fran, hör auf zu weinen. Die Katze ist jetzt tot. Aber er war mein Freund. Du hast meinen besten Freund getötet. Du hast auch mitgeholfen, meine Eltern zu töten. Oder? Oder? Wie kannst du nur noch in den Spiegel schauen? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Hör auf, Fran. Hilfe. Hilfe. Bitte Hilfe. Wage es ja nicht, Grace anzufassen, du kleines Monster. Oh mein Gott, sie ist total verrückt. Bring sie zu mir. Ich führe das Experiment durch, solange sie noch warm ist. Ich muss jetzt das Gehirn extrahieren. Fran, geht es dir gut? Was haben sie mit dir gemacht? Sie hat versucht, mich umzubringen. Sie hatten recht, Dr. Dieran. Fran war krank. Aber sie blutet. Ich kümmere mich um sie. Nein, das werden sie nicht. Sie gehört jetzt mir. Ich habe seit vielen Jahren auf diesen Moment gewartet. Ich habe das richtige Kind gesucht, das richtige Gehirn. Jetzt, da ich sie habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Oh, Fran, alles wird gut werden. Wer sind Sie? Ich bin Edward, der, über den viele Kinder reden. Aber Sie sind kein Mensch. Ectobro, Ectoprote, Platontras, Monarchite.
Goska, Edward, ich habe ihn gefunden. Oh mein Gott, bleiben Sie von dem Mädchen weg. Lassen Sie sie in Ruhe. Die kleine Fran muss geheilt werden. Glaubst du, du kannst den gleichen Körper benutzen? Ja, sie ist noch nicht gänzlich fort. Los geht's. Oh Mutter Mabuka, du hast die Unschuld des Kindes genommen. Fran ist jetzt tot und lebendig. Wache in der Dunkelheit auf Fran und du wirst zum Licht gehen können. Was ist passiert? Edward? Palantras? Mein Kopf tut weh. Mr. Midnight, wie? Kätzchen, du lebst! Ich hab dich so vermisst. Bitte sag etwas. Fran, wir müssen jetzt gehen. Gehen? Okay. Dr. Dieran, schauen Sie. Das sind Edward und Palantras. Ich habe ihnen von ihnen erzählt. Ich habe ihnen gesagt, sie sind echt. Glauben Sie mir jetzt? Er kann dich nicht hören. Ich glaube, er steht unter dem Einfluss von Mabuka. Wir müssen jetzt wirklich gehen. Aber kann er mitkommen? Bitte. Er war sehr nett zu mir. Er wollte mich nur beschützen und mir helfen. Wir können ihn nicht mitnehmen. Tut mir leid. Aber wir können ihn glauben lassen, dass all das ein Traum war. Er wird aufwachen und glauben, nichts von all dem ist passiert. Aber er wird sich nicht an dich erinnern, Fran. Verstehe. Naja, das wird wohl okay. Das ist wohl okay, solange er sicher ist. Das ist sehr nett. Endlich siehst du weiter als deine eigenen Wünsche. Du wirst eins mit allem werden. Deine Eltern wären sehr stolz auf dich. Glaubst du wirklich? Oh, danke, Palantras. Schicken wir Dr. Dieran nach Hause. Marcel Dieran, Oamnum Vecma Sudenslag Ecto. Auf Wiedersehen, Dr. Dieran. Gehen wir, Fran. Es gibt so viel, das du sehen und lernen musst. Das klingt nach Spaß. Auf geht's, Kätzchen. Vieles weiß ich immer noch nicht. Aber eins weiß ich. Bei der Wahl zwischen Schuld und Angst wähle ich das Glück. The End habe ich gerade bekommen als Errungenschaft. Ich glaube, das war's. Ach du Scheiße, ey. Okay, das ist heftig. Haben sie da Englisch vertauscht? G mit N oder was ist das? Und E und A da oben auch? Oder bin ich jetzt doof? Okay, heftig. Wow. Oh, ich bin gerade. Oh. Richtig geil. Oh mein Gott, ich feiere das so. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das jetzt mit dem Ende auf sich hat, ja?
Also Fran hat auf jeden Fall ein Happy End, aber ist das nun real oder nicht? Und ach du Scheiße. Ich hatte schon echt Angst, dass Mr. Midnight echt tot ist. Und irgendwie habe ich noch gedacht, es kommt irgendwas noch mit Remo oder so. Aber gar nicht, aber heftig, dass die Tante da mit dem Oswald-Typen gemeinsam... Alter, ich komme da nicht drauf klar. Das ist so heftig. Oha. Und dann hat sie selbst ihre Eltern wahrscheinlich getötet. Zwar durch den Einfluss von Remor, aber oh mein Gott, das ist so heftig. Man kann echt nicht unterscheiden, was in diesem Spiel real war, sozusagen, und was nicht. Aber ich finde, das ist sehr Alice-artig und dass man da Alice auch noch irgendwie mit reingebracht hat im Sinne von ein Foto von ihr und Fran halt. Also waren ziemliche Parallelen zu Alice im Wunderland, ne? Auch so ein bisschen, was Fran selbst betrifft. Also ein unglaublich schönes Spiel. Thank you for playing Franbo. Lieben gerne, unglaublich gerne. Und ich habe das so unglaublich gerne gespielt. Ah, oh, wie geil. Schön. Kill Monday Games. Sehr, sehr cool. Also, wenn ihr Bock habt, spielt das gerne nach. Das kostet gar nicht so viel. Ist auf Steam erhältlich. Müsste ich aber auch in der Infobox haben. Also jetzt definitiv in der letzten Folge, also wenn ich es nicht schon vorher reingemacht habe. Unglaublich schönes Spiel. Unglaublich spannend. Man sieht hier einzelne Dinge, die man auch im Spiel gesehen hat. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, auch die Haarspange gesehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo. Aber es ist unglaublich cool und es hat ein Happy End. Da bin ich sehr froh drum. Ich hatte schon echt gedacht, alle, jetzt sterben alle. Ich habe auch noch damit gerechnet, dass Dr. Darren erschossen wird und dass ihr die Pillen untergejubelt wurden, die halt überhaupt nichts Positives zu ihrer Psyche beitragen. Und dann am Ende wurde sie noch erschossen. Und ich bin so froh, dass sie gerettet worden konnte. Und oh, richtig heftig. Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß an diesem Projekt wie ich. Jetzt, demnächst wird ein neues Projekt gestartet und ich hoffe, da seid ihr dann auch dabei. Wenn ihr Bock habt, dann spielt gerne dieses Spiel auch mal selber. Guckt, was ihr so alles entdeckt. Ach, ich bin ja immer noch... Hui, die Augen geil. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein Herzchen an euch und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns bei einem nächsten Projekt wieder. Oder, ja, mal schauen, im Stream vielleicht. Bis dahin sage ich, bye bye, ihr Lieben.